Liebe Taekwondo-Freunde, herzlich willkommen, sagen wir aus etwas ungewohnter Umgebung heraus. Da wir in der derzeitigen Zeit logischerweise auch neue Wege beschreiten müssen, betrifft das auch den unser allseits geliebten Taekwondo-Sport, den wir jetzt also ein kleines bisschen mehr unter die Lupe nehmen wollen in dem Bezug auf Taekwondo und Entertainment. Das wird das Hauptthema des heutigen Tages sein. Wir hoffen, ihr habt eine Menge Spaß dabei. Wir sind auf jeden Fall stets bemüht, selbigen zu euch rüber zu transportieren und werden uns also in den nächsten 30 bis 60, 90 Minuten, wir wissen es noch nicht ganz genau, es könnte vielleicht auch sein, dass wir uns heute Abend dann immer noch hier zusammengetroffen haben oder noch weiter diskutieren. Mal schauen, wie die ganze Geschichte ausgeht. Gäste jedenfalls haben wir auch. Und das ist, wie gesagt, die Überleitung zum Entertainment-Bereich. Da wir uns nicht in einem Studio befinden, sondern jeder in seinem eigenen Studio vorhanden ist, dürfen wir damit also unsere Gästeliste für den heutigen Tage euch natürlich auch präsentieren und das Ganze, so wie es sich gehört, auch bildlich eingefasst. Und damit beginnen wir mit dem ersten in unserer Runde, den ich herzlich willkommen heißen möchte, keinen geringeren als den Weltmeister des aus dem sportlichen, aktiven sportlichen Bereich und dem Trainerbereich heraus, Aziz Ashaqi. Herzlich willkommen, Aziz, schön, dass du bei uns bist. Hallo Sven, grüß dich. Wir freuen uns also, dass wir eine ganze Menge zu besprechen haben. Du bist ja auch einer derjenigen, das werden wir gleich sehr intensiv beleuchten, die sagen, wir müssen im Taekwondo-Sport auf jeden Fall noch eine ganze Menge entertain-technisch nachlegen, haben einiges an Aufholarbeit und Nachholarbeit zu leisten. Wie gesagt, das alles werden wir im Laufe des heutigen Mittag, Nachmittag, Abend, wie auch immer, dann aufarbeiten. Und nehmen unseren zweiten Gast dann natürlich auch mit an Bord. Und das ist einer, der noch sehr, sehr jung ist, allerdings auch mit vielen Visionen unterwegs. Dreimaliger Europameister, 14-maliger Deutscher Meister, den wir dann anschließend holen. Danke für den Hinweis, dass wir jetzt gerade, ich hoffe, ihr seht uns das nach. Also es ist die erste Sendung, die wir jetzt auf diese Art und Weise mal für euch aufnehmen. Ich war jetzt schon einen ganzen Schritt weiter. Ihr wisst jetzt schon, wer kommt. Der kommt aber später. Wir nehmen jetzt jemand anderes noch mit an Bord, der oder beziehungsweise die sich im journalistischen Bereich sehr, sehr stark macht, im organisatorischen Bereich genauso stark dabei ist. Und das ist keine geringere als Sibylle Meyer. Sibylle, auch dir einen herzlichen Willkommensgruß. Schön, dass du in unserer Runde beiwohnst. Ja, ich bin gern da. Dankeschön. Wie gesagt, das war jetzt eine etwas komische Überleitung. Du bist nicht dreimalige Europameisterin, auch nicht 14-malige deutsche Meisterin, aber du hast zumindest, das werden wir auch sehr intensiv noch angehen, viel im organisatorischen Bereich bisher getan, bist da unglaublich aktiv und eben halt im journalistischen Bereich. Ich glaube, wir haben auch eine ganze Menge noch zu besprechen am heutigen Tage, oder wie siehst du das? Ja, denke ich auch. Das werden wir auf jeden Fall so in Angriff nehmen. Und jetzt kommen wir zu demjenigen, den wir als dritten Gast dann mit eingeladen haben. Wie gesagt, sehr junger Mann, der mit viel, viel Ambitionen und Visionen unterwegs ist, viele Titel schon sich erkämpft hat. Und wir heißen recht herzlich willkommen, Levent Tunçart. Levent, auch dir einen wunderschönen guten, dürfen wir es jetzt noch sagen? Ja, komm, sagen wir es. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo zusammen. Ich habe es gerade schon gesagt, auch du bist einer, der viele Visionen hat, der sicherlich in dem Bereich auch einiges zu sagen haben wird, was man sich als aktiver Sportler vorstellen würde, was man gerne erleben würde im Taekwondo-Sport und wo wir noch einiges an Nachholbedarf haben. Ich hoffe, du hast dir einige Antworten auf noch nicht gestellte Fragen schon überlegt, denn du hast auch genauso wenig wie ich überhaupt eine Ahnung, über was wir gleich, wie die Fragen aussehen werden. Gut, dann nehmen wir jetzt noch denjenigen mit rein, der verantwortlich ist für das, was wir überhaupt an Möglichkeiten hier haben, nämlich die Gestaltung dieses gesamten Paketes hier. Und Benjamin, du darfst dein Bild jetzt auch gerne mit reinnehmen, denn auch Benjamin Günther möchte ich ganz herzlich willkommen heißen und erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns überhaupt diese Möglichkeit gegeben hast, dass wir uns in dieser Form und Konstellation zusammensetzen dürfen. Im wahrsten Sinne des Wortes setzen, denn wir sitzen alle auf unseren Plätzen. Benjamin, eine ganze Menge Arbeit, die du geleistet hast und auch dir erstmal den Willkommensgruß. Hallo Sven, hallo alle miteinander und hallo YouTube, danke. Und wir schauen einfach mal, wie gut es heute klappen wird. Das sehe ich genauso. Apropos Klappen, apropos mal schauen, was da auf uns zukommt. Diese erste Sendung, in der wir uns jetzt hier befinden, die wollten wir und wollen wir eben halt als Marketingplattform für Taekwondo bzw.
Ja, unter dem Begriff stellen Corona-Pause als Chance für die Zukunft. Das ist so der Oberbegriff, unter dem wir das Ganze jetzt mal ein bisschen halten. Allerdings, ja, es gibt viele ernste Hintergründe, die mit diesem gesamten Thema Corona zusammenhängen. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, wenn wir unseren Humor nicht verlieren wollen, dann sollten wir auch eine solche informative Talkrunde, wie wir sie jetzt hier haben, auch dazu nutzen, das Ganze vielleicht mal mit einem kleinen Augenzwinkern an der einen oder anderen zu versehen. Und uns vielleicht auch mal nicht davor scheuen, gegenseitig oder auch selbst ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Ich bin davon überzeugt, wir werden da heute eine ganze Menge Spaß bekommen. Taekwondo, sehr traditionell, aber eben halt doch irgendwo auch noch sehr, sehr analog. Da muss man natürlich dann fragen, wann ist der Schritt in die Gegenwart oder aus der Gegenwart in die Zukunft geplant, beziehungsweise wie kann man da hinkommen? Also ich stelle jetzt mal einfach die Frage an dich. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, im Oktober miteinander zu sprechen, genau auch über dieses Thema, nur nicht ganz so ausgiebig. Wie siehst du die Chance derzeit in dieser Pausenzeit, in der wir uns jetzt befinden, im Taekwondo-Sport vielleicht neue Wege zu beschreiten? Ja, ist natürlich eine schwierige Situation. Ich denke auch nicht nur für Taekwondo, sondern für alle Sportarten auch. Aber gerade sehe ich auch die Chance jetzt darin, und die Chance wurde auch genutzt, auch gerade im Taekwondo, weil Taekwondo natürlich auch zwei Facetten oder viele Facetten anbietet. Und da ist der Sport, den ich jetzt jahrelang gemacht habe mit dem Formenbereich, ja, wo ich eigentlich nicht so involviert bin, da wurden die ersten Schritte gemacht. Das wurde jetzt mit der Corona-Zeit, also ich war ja überrascht, dass man sogar 1000, ich weiß nicht, ich glaube über 1200 Teilnehmer online Formen Meisterschaften hatte. Also unglaublich, was für eine Resonanz das ist. Und das ist natürlich. Wir sprechen über Taekwondo. Ich mache hier den Zweikampf, ja, Vollkontakt. Aber im Technikbereich, wenn man das sieht als Taekwondo, denke ich, hat das den ersten Schritt, hat das Taekwondo schon gemacht, über diese Online-Plattform Meisterschaften angeboten. Und das war eine super Sache, also eine super Werbung auch fürs Taekwondo, für allgemein auch. Natürlich mit dem Kontaktsport, wie ich den Olympischen. Die olympische Disziplin, das ist schwierig auch und das ist auch, glaube ich, nicht nur für uns, sondern für die anderen Sportarten genauso, ja. Also und da weiß man auch nicht, wie man damit jetzt umgehen soll. Am Anfang war es hier sehr schwierig auch. Es war ja auch alles überraschend. Da muss man auch natürlich auch einiges. Es kam alles auf einmal, ja. Man hat damit gar nicht gerechnet, dass es so extrem kommen musste. Und dann mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt. Ja, es gibt hier viele Sachen, die dann auch angeboten worden sind über die Online-Plattform. Aber irgendwie fehlt trotzdem diese Nähe zu den Athleten, zu den Trainern, zu dem allgemein zu den Taekwondo-Leuten auch. Und das habe ich vermisst und das vermisse ich immer noch. Und ich hoffe, dass wir aus dieser Krise natürlich alle gut da rauskommen. Es gibt natürlich viele Bereiche, die man noch anbieten kann, was das Taekwondo angeht. Wenn du auf die Frage jetzt, wie man da natürlich Taekwondo jetzt, das bietet ja auch Taekwondo gerade auch an, dass halt ohne Kontakt immer noch Taekwondo angeboten werden kann. Ja. Es ist ja nicht so, dass du immer einen Partner brauchst. Du kannst auch Taekwondo auch trainieren, auch ohne Partner. Du kannst auch andere Bereiche trainieren und du kannst auch eine andere Vorbereitung. Also gerade im Leistungssport, da kannst du das nutzen, dass du natürlich jetzt eine ganz andere Vorbereitung machst, die natürlich auch vorher anders geplant war. Und die musst du jetzt umstellen. Da musst du die Athleten natürlich jetzt gerade, was Olympia-Qualifikation angeht oder so, musst du halt die Athleten anders vorbereiten, musst einen anderen Trainingsplan und das bedarf natürlich, das kann man natürlich schon online machen, ja, und das kann man den Athleten auch mitgeben und dann können die das auch selber machen, aber es ist immer noch längst nicht für einen Hochleistungssportler, immer noch längst nicht das, was er
was, wie es der Alltag aus, wie der Alltag ausgesehen hat, das wird es auch in dieser Form, glaube ich, auch nicht, da wird man nicht drankommen auch. Levent, ich blicke jetzt mal so ein kleines bisschen zu dir runter. Ich habe vorhin gesagt, du bist einer, der viele Visionen hat. Jetzt gibt es Menschen bei euch im Bereich Taekwondo, die auch sehr, sehr erfolgreich sind. Ich denke da beispielsweise die Drittplatzierte der Weltrangliste, Madeline Volkmann, die gerade mal bei Facebook 130 Follower hat und 244 Follower bei Instagram. Du bist jemand, der hat 26.000. Ist die jetzige Zeit eine gute Gelegenheit für Taekwondo-Sportler, mehr aus sich zu machen, mehr in die Vermarktung hineinzugehen, um sich zu präsentieren, um auch den Sport dadurch weiter nach oben zu bringen? Nein, ich denke, also ich habe auf meinem Instagram-Account habe ich 37 Follower und auch auf Facebook habe ich knapp 26.000 Follower. Aber diese Leute bekommen nicht nur regelmäßig Post oder Stories von mir gesehen, nur während der Corona-Zeit. Es ist schon seit Jahren so. Also ich bin aktiv auf Social-Media-Kanälen schon seit Jahren. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, nur PR in dieser Zeit gemacht hätte, dann hätte das wahrscheinlich nicht mich viel weit gebracht. Ja, man muss da wirklich, wenn man auf diesen Social-Media-Kanälen aktiv ist, sollte man das auch dann regelmäßig tun. Und denn dann weckt man auch die Interesse anderer Leute auf. Das würde ja bedeuten, da wir jetzt im Moment ja in dieser wettkampflosen Zeit sind und auch in der trainingslosen Zeit, dass du sagst, im Grunde ist jetzt dann, wenn ich das jetzt mal so richtig interpretiere oder einfach mal so in den Raum werfe, aus deiner Sicht diese Zeit eher doch sehr ungeeignet für den Sport, um ihn irgendwo zu publizieren. Man sagt natürlich, klar, ich muss, wenn ich einen Sport publizieren möchte, dann möchte ich auch was sehen. Das ist keine Frage. Aber im Moment geht es halt nicht. Und dann entnehme ich deinen Worten, dass du sagst, wer jetzt startet, eigentlich ist es relativ überflüssig, um dem Sport trotzdem die Popularität zu geben. Nein, 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 das meinte ich nicht. Klar kann man auch jetzt in dieser Phase anfangen, da natürlich auf den Social-Media-Kanälen für seinen eigenen kleinen Kreis zum Beispiel aktiv zu werden. Ich bin schon seit Jahren aktiv auf Instagram und auf Facebook und tue es jetzt immer noch. Gerade jetzt auch hier, wo wir diese Corona-Pandemie haben, bin ich immer noch aktiv nach wie vor. Und biete zum Beispiel meinem Verein, aber auch zwischendurch mal für alle meinen Follower zum Beispiel Online-Training an. Der Benjamin, der kann dazu auch vielleicht gleich nochmal was dazu sagen. Wir haben da wirklich in dieser Zeit eigentlich gut zusammengearbeitet. Ich habe natürlich durch ja, meine langjährige aktive Karriere habe ich natürlich viele Freunde, mit denen ich immer noch heute Kontakt habe, wo wir uns gegenseitig unterstützt haben, wo wir versucht haben, Trainer zu finden, die auch natürlich einen Namen haben, die dann da, sich dazu bereit erklärt haben, da sage ich mal, auf dieser virtuellen Online-Plattform zum Beispiel Training zu geben, ja. Und das haben wir eigentlich nur gemacht. Natürlich ist das Promotion, das ist natürlich Werbung für einen Verein oder für sich selbst. Aber in erster Linie ist der Gedanke gar nicht, Werbung für sich selbst zu machen, sondern die Kids zu motivieren. Ja, und das ist wichtig, denke ich mal. Und das andere kommt dann von alleine. Wenn es gut läuft, dann werden die Leute darauf aufmerksam. Und so hat sich das zum Beispiel bei mir entwickelt, dass ich alleine angefangen habe, mir die Leute herangeholt habe und dann hat sich irgendwann der Benny noch dazu noch eingeklinkert und wir haben dann Stream über Instagram gemacht, Stream über YouTube, über seinem Kanal und haben dann dadurch natürlich eine größere Reichweite erreicht, was sich dann rumspricht, was sich die Leute dann, sage ich mal, wo sich die Leute dann auch auf unsere Seiten draufgehen und sage ich mal, vielleicht für das nächste Training schon ja, registrieren wollen. Jetzt müsste bei diesen ganzen Worten eine Person in unserer Runde wahrscheinlich doch eher so ein bisschen immer wieder zusammenzucken. Sibylle, du giltst in der gesamten Szenerie eigentlich so als diejenige, die eher so ein bisschen
analog daherkommt und sich so ein bisschen, so hatte man den Eindruck bisher, diesen neuen Medien doch eher tendenziell verschlossen hat. Es gibt beispielsweise die Zeitung, die ihr rausbringt, die größte Taekwondo-Zeitung in Deutschland, die gibt es tatsächlich ja wohl nur analog, also nicht irgendwo online gestellt. Bei so vielen Online-Geschichten, bleibt es da nicht doch aus, dass auch du irgendwo im Hinterkopf sagst, ja, wir müssen auch in diesem Bereich irgendwas machen und wir nutzen jetzt die Zeit dafür? Ja, sicher. Also wir möchten, dass die Zeitschrift in Zukunft auch als Online-Plattform nutzen. Wir beteiligen uns ja auch so ein bisschen an Online-Trainings. Wir machen auch in unserer eigenen Sportschule, die haben wir auch Online-Training. Also sicher, ja, klar, zweifellos. Ist denn dieser Bereich eines Broadcasts auch etwas, wo du sagst, ja, da muss man sich auch in Zukunft mit beschäftigen? Oder sagst du, Ja, auf jeden das ist jetzt Fall. eine schöne Geschichte, aber vielleicht für später dann doch nicht mehr? Ja, nee, also ich denke schon, dass das auch in Zukunft interessant ist. Also gerade so das, was wir jetzt machen, also so Expertengespräche, dass man auch mal Themen auf den Tisch bringen kann, die sonst vielleicht eher vernachlässigt werden. Das finde ich schon sehr gut. Oder dass man auch mal Leute kennenlernen kann, virtuell, die man sonst halt keine Chance hat, kennenzulernen, einfach weil sie zu weit weg sind oder vielleicht auch sonst nicht so viel Zeit haben. Also für so ein virtuelles Meeting haben dann doch die meisten mal eine Stunde Zeit. Also das ist zweifellos was, was man auch in Zukunft machen sollte. Ja, das denke ich schon. Also man kann es ja nicht nur für Training nutzen. Es wird ja sehr viel für Training genutzt und jetzt auch für dieses Online-Turnier. Aber man kann es ja auch nutzen, um Informationen zu transportieren oder Themen vorzustellen. Und das denke ich, was da möchten wir uns halt auch in Zukunft mehr damit beschäftigen, weil Training anbieten ist jetzt ja nicht so unser, ja, unsere Kernkompetenz, aber einfach Themen auf den Tisch zu bringen, klar, das ist schon interessant, auch für uns. Da hast du natürlich gerade jetzt in der Gegend um Sindelfingen herum auch jemanden direkt bei dir, mit dem man sich gerade in dem technischen Bereich natürlich extrem gut auseinandersetzen kann, denn er ist da ein absoluter Experte drin. Benjamin Günther, unten rechts für alle diejenigen nochmal eingeblendet, die vielleicht jetzt gerade beim Namen den überlesen haben, der Herr mit dem Headset auf, das ist Benjamin Günther. Das ist derjenige, der die Technik hier komplett umsetzt. Aber nicht nur hier, Benjamin, du hast ja technische Voraussetzungen auch bei den einzelnen Wettkämpfen dort ja letztlich an den Mann und an die Frau gebracht. Ja, es hat ja bei mir angefangen mit der Turnierverwaltung. Dann bin ich irgendwann drüber gekommen zum Streamen. Und es ist ein Markt, der ausgebaut wird gerade aktuell. Ich persönlich denke, wir benutzen in Taekwondo nicht die Sachen, die wir eigentlich benutzen könnten. Wir könnten viel, viel weiter sein, wenn man andere Sportarten anguckt, wie die sich im Bereich Multimedia entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten. Und so ist es gerade bei uns aktuell, dass die Zeit eigentlich extrem gut für uns ist, dass jetzt da, wo der Zwang da ist, neue Wege zu gehen, neue Ideen auszubauen, wir da in die Richtung sehr gut schießen können oder sehr gut aufbauen können. Ich schlage jetzt mal die ganz kurze Brücke zu dir, David, nochmal zurück. Wenn Benjamin sagt, es ist jetzt im Moment diese aktuelle Zeit genau die richtige, um sowas aufzubauen. Ich weiß, ich bin jetzt genau wieder bei dem Thema, wo wir vorhin schon mal dran waren. Dennoch muss man sagen, was haben jetzt die aktiven Sportlerinnen und Sportler für Möglichkeiten neben dem Training und der Hoffnung, dass es ja bald dann irgendwann offensichtlich ja auch wieder weitergehen wird? Was können die neben ihrem Instagram- und Facebook-Account vielleicht noch machen? Haben die vielleicht oder sollten die sich vielleicht auch mit dem Thema Stream mal auseinandersetzen und vielleicht mal über sich nach außen hin irgendwas erzählen? Was wäre so ein kleiner Ratschlag von einem dreimaligen Europameister und 14-maligen deutschen Meister? Ich denke, diese Leute, die sind schon sehr aktiv auf so Social Media Kanälen und bieten schon wirklich auch, ich habe das ja auch mitverfolgt, Online-Training an oder haben auch angeboten. Ja, die haben zum Beispiel sich die Kamera dahingestellt und während ihrer eigenen Vorbereitung sich aufgenommen, wie die trainieren, was sie trainieren. Und so haben das vielleicht andere dann auch später nachgemacht. Ja,
Ich meine, die Leute, die wirklich da schon Namen haben, die sind da sehr aktiv. Für Leute, die jetzt, sage ich mal, noch nie bisher was gemacht haben, ist es eine Gelegenheit, sich da heranzutasten und etwas Neues aufzubauen. Das ist richtig, da stimme ich vollkommen zu. Also ist eine andere Frage. Ihr beide, Levent und du, ihr sind ja im Prinzip zwei Generationen, die da in unserer Runde da drin sitzen. Nein, Sibylle, ich sage jetzt nicht, dass es noch eine dritte und eine vierte Generation wahrscheinlich auch noch da ist. Das war jetzt nicht der Plan. Aber gerade bei euch beiden als aktive Sportler oder ehemals aktive beziehungsweise Trainer, hat sich oder was hat sich im Verlaufe der Jahre im Taekwondo-Sport verändert? Es gibt ja so diese These für Leute, die von außen reinschauen, ob das jetzt Eltern sind oder vielleicht auch wer auch immer generell interessierte Taekwondo-Zuschauer, die sagen, im Grunde hat sich vielleicht bis auf diese eingeführten, irgendwann mal eingeführten Elektrowesten eigentlich gar nichts großartig in diesem Sport verändert. Stimmt das oder gibt es irgendwelche Schrauben, Stellschrauben, die man von außen gar nicht so mitbekommt? Vielleicht, Sven, zurück mal ganz kurz nur zurück zu dieser Plattform, Online-Plattform, was der Benny ja auch, der Levent auch gesagt hat. Also bevor die Corona-Zeit war, gekommen ist, gab es ja auch, sagen wir mal, die ersten Schritte, dass da zum Beispiel Taekwondo-Meisterschaften, ja, die konnte man entweder vor Ort nur sehen oder es gab halt Fernsehsender, die das mal live übertragen haben, aber das hat man nicht überall. Aber die ersten Schritte da, das gab, ich weiß nicht, da kann der Benny vielleicht auch, der hatte die Erfahrung mehr als ich, wie er da angefangen hat, aber ich glaube, da gab es schon die ersten Livestreams, zum Beispiel über die Wettkämpfe. Man konnte zu Hause, sagen wir mal, Levent hat gerade gekämpft in Mexiko, da konnte seine Kinder konnten dann in live erleben über eine Online-Plattform zu Hause. Also das war zum Beispiel so ein erster Schritt, wo ich sage, der war für Taekwondo sehr wichtig auch, dass man auch live Wettkämpfe sehen konnte, ob das jetzt Formen ist, also Technikbereich oder Vollkontakt. Und das wurde genutzt, ja, in der Zeit und das wurde hier, glaube ich, auch ausgebreitet. Ich weiß nicht, Benny, wer jetzt als erster Dartfisch oder ich weiß nicht, wer das war, aber da gab es schon die ersten Live-Sendungen, sagen wir mal so. Man konnte ja sonst eigentlich nie live von weit weg, wenn irgendwo jetzt ein Wettkampf stattgefunden hat, das sehen. Aber das war schon ein guter Anfang auch. Ja, zurück zu deiner Frage jetzt. Es ist schon etwas schwierig, damit umzugehen und auch wie der Levin schon gesagt hat, auch online anzubieten, aber da muss man natürlich auch professionell damit umgehen, wie ich das vorbereite, aber um die Unterhaltung einfach die Mitglieder zu unterhalten und einfach mal, dass sie nicht pausieren so lange, dass man sich wieder sieht, dass man, auch wenn es virtuell ist, das denke ich, das war schon eine tolle Sache. Aber für mich jetzt selber, um jetzt eine Plattform hinzustellen und zu sagen, ich biete jetzt Taekwondo an, auf einer höheren Ebene, da muss man anders daran gehen auch. Also ich habe das ja gesehen, am Anfang glaube ich, die ersten, die das gemacht haben im Profisport, das war Alba Berlin. Und Alba Berlin hat dann das so aufgebaut, dass die natürlich Physiotherapeuten ins Spiel gezogen, dann haben die einen Superstar eingestellt vom Basketball, dann haben die wie sagt man, nicht nur ein Physiotherapeut, sondern ein Trainer im Krafttrainer auch, der auch da viele Sachen gezeigt. Und dann hat man auch, und das wurde ja die Ideen, die da reingekommen sind, wie man Training macht, wie man Koordination trainiert, wie man Bewegungstraining trainiert. Das wurde sogar so aufgenommen, dass die Schulen, also die sind drauf eingegangen und dann haben die Schulen das sogar übernommen und dann haben die glaube ich, den Link und dann haben das auch so in den Sportunterricht mit aufgenommen, bevor die Schulen ja geschlossen worden sind. Und das waren sozusagen, meiner Meinung nach, müsste in der Richtung natürlich viel professioneller das auch angeboten werden auch. Also in den verschiedenen Bereichen auch, was dann.
Du hast vorhin, Aziz, eine schöne Sache gesagt und deswegen möchte ich jetzt den Bogen mal zu Sibylle nochmal rüberspannen. Das Thema Fernsehen, es wurde halt eben auch mal im Fernsehen was übertragen. Der Fußballbereich hat, ich weiß nicht wie viele Millionen Mitglieder, die halt ihrem Hobby nachgehen. Der Motorsport hat Hunderttausende von Fans, die ebenfalls mitgehen. Counter-Strike ist eine. Naja, darf man jetzt E-Sport sagen? Ich glaube nicht. Für mich ist es kein E-Sport. Für mich ist es, Benjamin sagt doch, ist es. Also Counter-Strike ist zumindest dann mal ein elektronisches Betätigungsfeld. Ich sage es jetzt aber einfach so. Stattdessen wird dann eben halt beispielsweise auf Sport 1 lieber ein Counter-Strike-Event übertragen, als vielleicht im Taekwondo-Bereich, wo noch nicht ganz so viele Mitglieder sind, vielleicht auch mal da ein bisschen was nach außen hinzutragen. Es wird immer wieder gesagt, Kinder von der Straße, Kinder auf die Straße, wir müssen sie in Vereine reinbringen, weg von zu Hause, weg von den Konsolen. Sibylle, welche Chance hat man? Welche Chance hast du vielleicht speziell in deiner Tätigkeit als Journalistin, da auch ein bisschen mit Sorge zu tragen, dass es vielleicht auch nach außen hin ein bisschen anders publiziert wird. Also, dass Taekwondo mehr im Fernsehen präsent ist, oder? Zum Beispiel, ja. Es ist schwer aufgrund der Mitgliederzahlen natürlich, klar. Ja, es ist auch schwer, glaube ich. Taekwondo ist halt voll auf die olympische Anerkennung ausgerichtet. Also es geht um die Sicherheit der Sportler und Fairness der Wettkämpfe. Auf der anderen Seite sind halt die Kämpfe, also da könnt ihr sicher als Sportler auch was dazu sagen. Durch die Schutzausrüstung, vielleicht auch durch das Regelwerk, für die Normalzuschauer nicht so spannend, wie sie vielleicht sein könnten. Also das ist, glaube ich, halt ein Problem, im Taekwondo. Es ist für Insider total spannend, aber für Nicht-Insider, ja, leider nicht so. Weil einfach die viele Schutzausrüstung, man sieht den Kämpfer nicht so gut. Die 3 Runden sind relativ lang. Und ich denke, es gibt schon viele Leute, die da mal reinschauen und denken, das ist was Neues, ich gucke da mal rein. Aber dass das jetzt so Laien verfolgen wie ein Fußballspiel, das ist halt sehr schwer. Und das ist einfach ein Problem, das wir im Taekwondo haben. Darf ich da mal einhaken? Selbstverständlich. Da bin ich komplett anderer Meinung, was Sibylle gerade macht. Wir haben andere Nationen wie Mexiko, wie Italien, wie England, die es gerade echt schaffen, Taekwondo auch im Fernsehen zu vermarkten. Und wenn du jetzt guckst, der italienische Verband, die FITA, hat einen Vertrag mit Sky am Laufen, dass sie mehrere Taekwondo-Events im Jahr produzieren und live auf Sky zeigen. Italien hat die Europameisterschaft gezeigt dieses Jahr auf Sky mit einem hochprofessionellen TV-Team, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe. Die haben über 1,8 Millionen Zuschauer im italienischen Fernsehen gehabt für die Finale am Samstagabend. Ich denke einfach, es ist unsere Vermarktung, wo wir einfach anders hingehen müssen. Wir denken noch, oder viele von uns im Taekwondo-Bereich denken einfach noch in diesem alten Bereich, wir machen ein Taekwondo-Turnier. Wenn du dann dich mit dem italienischen Team unterhalten hast oder auch mit unserem Fernsehteam bei den European Games, wo ich ja gearbeitet habe, die sagen, Taekwondo ist eine der besten Kampfsportarten, wo sie haben. Es ist nicht so brutal wie MMA, es ist nicht die UFC, es ist schöner, es ist dynamischer, du hast mehr Reaktionen, du musst es nur richtig produzieren und richtig verkaufen. Du musst gute Kommentatoren haben, die den Sport kommentieren, du musst den Look im Hintergrund haben, das komplette Bild muss einfach stimmen. Und wenn das Bild stimmt und du ein gutes Kamerateam hast, dann kannst du den Sport auch vermarkten, dann kannst du den Sport auch so produzieren, dass die Illusion eine Illusion ist für die Zuschauer. Mir als Taekwondo-Sportler oder viele von uns Taekwondo-Sportler sagen, Taekwondo ist uninteressant, Taekwondo ist langweilig, weil wir das auch ständig hören von vielen Leuten. Wenn du aber mit Leuten im professionellen Broadcasting, Television-Bereich dich unterhältst, die sagen, wow, die Sportart ist sensationell. Ich weiß noch,
Der Produzent von Bari hat zu mir gesagt, es sind neuzeitige Gladiatorenspiele. Und es gibt nichts Schöneres gerade aktuell als Taekwondo zu produzieren. Er würde sogar noch den kompletten Sport noch mehr umwerfen. Der Mann, der hatte so viele Ideen, hat halt gesagt, oh, das Problem ist, dass der italienische Band, der will nicht so viele Änderungen haben und wir müssen immer noch im traditionellen bisschen bleiben. Aber die Ideen sind da und die Möglichkeiten sind da, den Sport zu verändern. Ich denke einfach nur, wir müssen da professionell hingehen. Es ist halt eine Arbeit, wo wir mal ein bisschen von unserer Komfortzone rausgehen müssen, mal schauen müssen, was machen andere Sportarten, wie können wir den Kontakt zu den Leuten aufbauen, die andere Sportarten promoten und dann in die Richtung gehen. Also ich sehe schon, dass bei Artis gerade so ein kleines bisschen die Ohren ganz, ganz groß geworden sind. Und bevor er jetzt in die Schnappatmung verfällt, Aziz, dein Wort. Nee, ich stimme dem Benjamin zu. Ich glaube, Sibylle bezieht sich das auf Deutschland, denke ich mir. Ja. Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, also zum Beispiel jetzt, wenn Benjamin so, wie ich das auch erlebt habe und wie ich das erlebe auch, Taekwondo hat wirklich eine Entwicklung gemacht auch. In allen Bereichen, muss man auch so sagen. Hat sich weiterentwickelt auch. Ich denke mir, dass die Italiener, wenn der Benny, die Italiener haben noch so eine Goldmedaille was draus gemacht. Also die Italiener haben eine Goldmedaille in London gemacht, 2012. Und bei denen hat es medial und auch das wurde verkauft. Und das hat der Sport wurde einfach anders verkauft in Italien. Wenn du die Meisterschaften in Italien erlebst und gesehen hast, Benny, ich weiß nicht, ob du das mal, eine italienische Meisterschaft, wie das aufgebaut wird, mit welchem, also das ganze Flair darum herum, die Kampfflächen, erhöhte Kampffläche, italienische Meisterschaft, das ist richtig professionell. Und da wird auch Livestream gemacht, da wird wirklich einiges, da werden die Sportler vorgestellt, da wird, und das hat was zu tun, dass aus dieser Goldmedaille, die haben ja auch Erfolg vorher schon gehabt, aber die Goldmedaille von dem Molfetta aus London, das haben die verkauft und die haben das gewusst, wie man das an den Medien, wie man Sponsoren, wie man das ans Fernsehen und so weiter. Und das wurde auch, wie gesagt, so verkauft. Und ich vermisse das auch, wenn wir so reden, global reden, dann ist Taekwondo auf dem. Aber intern, ich glaube, in Deutschland müssen wir, da sind wir ein bisschen, da sind schon gute Ansätze da, aber es ist noch nicht das, was man eigentlich aus dem, wir sind ja einer, wenn ich heute gelesen habe, wir zählen ja, also wenn man auf der WT, World Taekwondo Federation geht, World Taekwondo heißt das ja nur, wenn man sieht, welche Länder, die 12 besten Länder der Welt bisher, dann zählt ja Deutschland dazu. Und wenn ich dann überlege, dass Italien das schon so schafft, medial so aufzutreten und wir eigentlich dahinter stehen, dann muss irgendwo was, ja, es muss irgendwo was falsch sein. Und wie man das macht, das ist natürlich, wie gesagt, es gibt Ansätze, aber es ist immer noch nicht das, was in Deutschland eigentlich, wie wir erfolgreiche Sportler haben. Und wir haben ja auch erfolgreich, wir sind auch, aber wir können noch viel mehr machen auch. Du siehst aber auch hier, dass halt Italien, Team GB, die haben ein Team dahinter. Allein jetzt da für die letzte WM, die Weltmeisterschaft letztes Jahr in England, da hat ein komplettes Games-Management-Team gearbeitet. Das heißt, Team GB hat sich seine Leute eingekauft, hat ein 8-köpfiges Team gehabt. Mark Kaufmann war darunter dabei, der Games-Organisator der Olympischen Spiele in Rio. Und die haben dann einfach nach einem professionellen Konzept die Weltmeisterschaft aufgebaut, haben ein Jahr lang daran gearbeitet und haben gezeigt, hey, es funktioniert. Natürlich ist es eine Sache, dass so eine Organisation, auch das Gleiche, was die FITA macht, das kostet Geld. Ich muss jede Menge Geld da in die Hand nehmen, um sowas aufzubauen. Wenn ich es aber einmal hinbekomme, dass Medien auf einmal meinen Sport interessant finden, weil ich es gut promotet habe, dann kommt das Geld auch wieder rein. Das muss man auch so sehen. Natürlich ist es nicht günstig, sich Minuten im Fernsehen oder ins TV reinzukommen. Es ist eine Vorarbeit da, aber wenn ich es mal geschafft habe
und da drin bin und es nicht versau, das ist eine andere Sache, dann kann ich da wirklich eine Professionalität aufbauen. Und man sieht es ja auch in England jetzt an, wie sie mit ihren Goldmedaillisten, Jay Jones läuft einmal in der Woche im Fernsehen in irgendeiner Big Brother Show oder irgendeiner Show, wird sie eingeladen. Du hast die Lauren Williams, die ihren YouTube-Kanal hat. Jeder von den englischen Kämpfern hat seinen eigenen Instagram-Account, hat seine Sponsoren mit Under Armour, mit Adidas. In Team GB ist einfach ein Marketing-Team dahinter. Die gucken, wie kann man den Sport vermarkten, wie können wir die Sportler vermarkten und wie können wir daraus am besten profitieren. Und andere Länder versuchen es ja inzwischen auch. Es gibt halt einfach noch Länder, die ein bisschen weniger da machen, ein bisschen, und Länder, die es einfach schaffen, ein bisschen mehr zu machen. Levent, ich möchte jetzt mal gerne auch zu dir nochmal überleiten. Du hast jetzt diese Diskussion mitbekommen, was denkbar wäre, wenn man Geld genug in die Hand nehmen kann, um es zu vermarkten. Jetzt ist das Geld beispielsweise nicht da. Ich stelle jetzt mal an dich die Frage, ist weniger manchmal mehr? Wenn man jetzt hergehen würde und würde beispielsweise sagen, wir gehen jetzt nicht direkt übers Fernsehen, sondern wir gehen jetzt erstmal in einen Stream auf einem eigenen Kanal, zum Beispiel bei YouTube, um Veranstaltungen live zu streamen. Stattdessen nimmt man aber keine 4 Matten oder 3 Matten, sondern man nimmt vielleicht nur 1 bis 2 maximal. Das heißt, man würde auch die Teilnehmerzahl reduzieren, hätte aber mehr Optionen, eigentlich auf die Feinheiten einzugehen und das Ganze professioneller zu vermarkten. Wäre das eine Idee, wo du sagst, da könntest du auch mit konform gehen? Definitiv. Also man sollte, Hauptsache man fängt irgendwo an. Ja, man macht irgendwo den ersten Schritt. Aber man kommt nicht drum herum, wirklich da auch was zu investieren. Man muss sich im Vorfeld einfach viel Ideen sammeln, Gedanken sammeln und dementsprechend, sage ich mal, langfristig, nicht mittelfristig, nicht kurzfristig, langfristig, sage ich mal, diesen Sport promoten. Und das ist halt leider in Deutschland in den letzten Jahren halt nicht so optimal gelaufen. Und ich denke, man kommt einfach nicht drum herum, wenn man sage ich mal, im Fernsehen auftreten möchte oder, sage ich mal, die Sportart bekannt machen möchte, dass man da wirklich auch finanziell sehr viel investieren muss. Ich kann jetzt zum Beispiel nur als Beispiel ein Beispiel von mir selber, von meinem eigenen Verein geben. Wir zum Beispiel in Duisburg gibt es halt natürlich auch sehr viele Vereine, sehr viele verschiedene Sportarten, und Taekwondo ist halt mal eine Randsportart, ist halt kein Fußball oder ist halt nicht Handball oder eine andere Sportart, die vielleicht ein bisschen bekannter ist. Wir haben uns als Team natürlich sehr viele Gedanken gemacht, haben viel vorbereitet, haben Konzept überlegt, wie können wir unsere Sportart in Duisburg etablieren. Und da kamen wir einfach nicht drum weg, da was zu investieren. Wir haben zum Beispiel auf einer ganz berühmten Straße in Duisburg haben wir zum Beispiel einen Mega-City-Poster zum Beispiel machen lassen, über 14 Tage. Das hat natürlich viel Geld gekostet, aber jeder hat den Namen unseres Vereins oder die Sportart irgendwie gehört, und die Reichweite dadurch, den Effekt, haben wir dann direkt zum Beispiel auf den Klicks zum Beispiel auf unsere Homepage zum Beispiel gemerkt. Ja, also da waren viel mehr Klicks, da waren viel mehr Anrufe, da waren viel mehr E-Mails. Ja, sage ich mal, so Kleinunternehmer, die wurden viel mehr aufmerksam auf uns. Ja, und ich denke, man kommt einfach nicht drum herum, dass man da wirklich auch Geld investieren muss. Ja, man muss es einfach tun, und man muss das nicht nur kurzfristig tun oder nur für einmal, man muss das etwas langfristig tun, ja, damit der Sport beziehungsweise unsere Sportart populärer wird. Und ich denke, wir versuchen das natürlich mit unseren eigenen Mitteln, das so bestmöglich hinzukriegen, so gut es geht, aber ich denke, eine Nationalmannschaft wäre da viel besser aufgestellt und müsste besser in der Lage sein als ein kleiner Verein. Ja, und ich denke, dass wir so mit einer der wenigen waren, die dieses neue Marketing, sage ich mal, ausnutzen.
Ja, ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass in Deutschland mal ein Riesenbanner auf der Straße über Taekwondo präsentiert war. Habe ich nicht gesehen. Also wir waren schon die ersten, würde ich sagen, die sowas zum Beispiel auf die Beine gestellt haben. Dann ist man trotzdem weiterhin aktiv auf Social Media Kanälen, Instagram, Facebook, YouTube, dann Online-Plattformen, so wo wir zum Beispiel jetzt in dieser Corona-Zeit zum Beispiel Training angeboten haben. Da gehört nicht nur einfach ja, wir machen mal jetzt so eben Online-Training mit einem bekannten Sportler. Nein, so ist das nicht. Da macht man sich über Gedanken, man setzt sich wirklich mit verschiedenen Leuten in Verbindung, so wie wir zum Beispiel das mit Benjamin gemacht haben, im Vorfeld zum Beispiel abgesprochen haben. Er hat das auf seinem Kanal zum Beispiel Livestreamen gemacht. Ich habe die Leute kontaktiert, mit denen gesprochen und einen Plan für die nächsten 3, 4 Wochen zum Beispiel erstellt. Wer ist der Nächste? Wer ist am Freitag dran? Wer ist am Sonntag dran? Wer ist am, ja, ich denke, da gehört eine gute Planung hin. Man muss viel investieren und man muss konstant bleiben. Und ich komme noch mal gerade zurück auf zum Beispiel, wie ist momentan Taekwondo, wie hat sich momentan zum Beispiel Taekwondo entwickelt? Taekwondo hat sich in meinen Augen sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Man kann das zum Beispiel anhand großer Turniere, zum Beispiel diese Grand Prix sehen, dass da schon wirklich was geht. Getan, also dass die Leute da wirklich schon was tun. Das wird groß aufgezogen. Da gibt es Preisgelder, da gibt es, weiß ich nicht, die Halbfinals, Finals werden super dargestellt, auf einer Matte, auf einer erhöhten Kampffläche die Kämpfer werden super reingeholt mit Musik, mit Ansage. Das ist schon der richtige Weg. In vielen Ländern passiert das auch so, sage ich mal, auf einer nationalen Meisterschaft. Allerdings denke ich bekomme ja auch mit, wie das in Deutschland ist. Deutschland ist schon nicht auf dem schlechten Weg, aber ich denke, man muss da viel mehr noch mehr investieren. Man muss wenn wir schon einmal im Jahr eine deutsche Meisterschaft haben und das ist das größte Ereignis in Deutschland, dann muss man das so gut und bestmöglich aufziehen, so gut es geht. Ja, also eine deutsche Meisterschaft findet einmal im Jahr statt, dann muss man das nicht nur einen Monat vorher irgendwie vermarkten. Man muss schon damit ein Jahr vorher anfangen. Ja, man muss ein halbes Jahr vorher anfangen. Man muss schon in der Stadt versuchen, irgendwie die neuen Marketing-Werkzeuge zu benutzen. Man muss versuchen, weiß ich nicht, kurze Videos zum Beispiel von den letzten deutschen Meisterschaften irgendwie vernünftig darstellen und online präsentieren. Ja, man muss das irgendwie groß aufziehen. Wir haben uns nicht zu verstecken. Wir haben viele Mitglieder in Deutschland, aber wir können noch viele dazu gewinnen und vor allem, wir können vielleicht auch große Sponsoren dadurch bekommen. Und Thema Sponsoren, da kann ich nur eins sagen. In Deutschland ist es ein bisschen komplex. Zum Beispiel auch ein Beispiel. Ich war damals im Team Olympiateam 2008 und Olympiateam 2016 und die DTU hat zum Beispiel einen Vertrag mit Adidas oder damals auch mit Dado gehabt. Und wie schon Benjamin gerade eben erwähnt hat, die zum Beispiel Team GB. Die Leute, die haben natürlich, die Nationalmannschaft steht unter Vertrag von Adidas, aber die Leute wie Jay Jones oder weiß ich nicht, wie Bianca Wurtdecken, die haben auch ihre eigenen Sponsoren. Die haben auch ihre eigenen Sponsoren, wo die das, sag ich mal, wo die auch deren Kleidung tragen können, wo die auch damit, sag ich mal, auftreten. In Deutschland ist es halt ein bisschen schwierig, da, sage ich mal, noch. Sage ich mal, auf so einen Nationalmannschaftsanzug vielleicht noch so ein Logo von einem großen Partner noch drauf zu machen. Ja, in anderen Sportarten ist das gang und gäbe und man sollte sich da vielleicht mal ein bisschen noch Gedanken machen, warum sind wir dafür nicht offen, dass ein Sportler auch einen Sponsor von Under Armour hat oder weiß ich nicht. Ja, man sollte auch einfach mal da vielleicht Gedanken machen. Letztendlich wollen wir alle nur das Beste für unsere Sportart. Und das ist so, sind so meine Gedanken. Und ja.
Ja, Sven, vielleicht ganz kurz mal, wenn ich einhaken darf, bei Blevins, Gerne. was ja super Sachen, er ist ja einer der Pioniere, sagen wir mal so. Ja? Im Taekwondo hast du das ist eine Einzelsportart, da hast du Einzelkämpfer und er ist einer der Pioniere, der natürlich, und das ist bei vielen, sieht man in Deutschland, dass er, dann ist mal ein anderer, dann ist der und der. Also ist aber kein, ich sage mal so, ich teile das mal in vier Bereichen. Einmal hast du den regional, dann überregional, dann national, international. So, Levent kann für sich regional, kann er der macht eine super Arbeit. Aber überregional, wir müssen das jetzt unterscheiden. Entweder sprechen wir jetzt, was eine für sich in seinem kleinen Kreis macht, oder sprechen wir jetzt über Taekwondo, wie wir in Deutschland das so machen. Weil das ist ein Unterschied. Oder wie es international. Also man muss differenzieren. Wenn wir natürlich wie Levin das hier aufbaut und was er super macht in Duisburg, spricht er für seinen regionalen Bereich in Duisburg. Und er ist eigentlich so, die ersten Schritte, die professionell ja auch von ihm gemacht werden und auch anderen Bereichen auch woanders auch, das sind die ersten Schritte. Jetzt sprechen wir jetzt über Gesamtdeutschland, ja? Dann ist das eine ganz andere Ebene. Dann spricht man über andere Zahlen, dann bespricht man über ein anderes Team, ja. Und da muss man ganz, und da denke ich mir, dass wir das auch splitten müssen und uns mal einigen, worüber jetzt ist es mehr wirklich, wie gesagt, Taekwondo Deutschland oder ist es Taekwondo Duisburg, ja. Weil Levent wird seine Mitglieder, die er bekommt, die wird er nicht aus Dortmund bekommen, die wird er aus Duisburg, ja. So, Duisburg hat, ich weiß nicht, wie viele Einwohner, 1 Million oder 500.000 oder wie auch immer. Und der 500.000. profitiert unter 500.000, ja. Und der 500.000 versucht er natürlich jetzt seine Mitglieder zu bekommen. Meinerseits hier in Bonn genauso, woanders auch. Aber wie ist das jetzt in Deutschland? Das ist die Frage, die wir, und da sind ja so Ansätze jetzt gemacht worden, wie das auch schon besprochen wurde. Aber wie gesagt, was wir jetzt besprechen, da sehe ich jetzt da müssen wir uns einigen. Entweder sprechen wir jetzt über Deutschland oder regional oder international, weil das ist schon ein Also ich Unterschied. kann, ja klar, aber Aziz, ich kann mir gut vorstellen, dass die Basis sicherlich der regionale Bereich sein wird, auf dem man aufbauen kann für den überregionalen Ja, und für den das nationalen stimmt auch. Bereich. Und ich glaube, da können wir dann jetzt im Prinzip auch direkt die Brücke zur Sibylle rüberschlagen, die ja zum einen halt journalistisch, zum anderen aber auch organisatorisch halt im Einsatz ist, der internationale Parkpokal und auch im letzten Jahr die Europameisterschaft organisiert. Sibylle, wir machen kein Geheimnis draus. Die Organisation einer Veranstaltung steht und fällt mit den Leuten, die dahinter stehen. Und da ist halt im organisatorischen Bereich sicherlich nicht auf die Masse zurückzugreifen, die vielleicht andere Sportarten, andere Vereine oder Verbände als Option und als Möglichkeit haben. Aber du hast halt diese Doppelfunktionsmöglichkeit, Chance, da irgendwas zu machen. Und wie wäre eine Vermarktung machbar über im Prinzip über die Printmedien beziehungsweise über deine Zeitung, über die Zeitungen, für die du tätig bist, in Verbindung mit dem Online-Bereich. Wie kannst du regional und überregional und national diese Vereine oder den Verband unterstützen? Naja, also unsere Turniere, die wir machen, also Benny ist ja da auch immer mit involviert, da muss ich schon sagen, also das ist kein Entertainment. Also da ist unser Anspruch auch gar nicht, Entertainment zu machen, weil ein Turnier mit 10 Kampfflächen, das von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr geht, das fällt eigentlich jetzt nicht in den Bereich Entertainment. Also Entertainment ist eben so wie jetzt zum Beispiel die Weltmeisterschaft im letzten Jahr, aber die ist auch nur in Teilen publikumstauglich. Da sind halt dann auch nur die Halbfinale und Finale publikumstauglich. Also das ist eigentlich, ja, das ist die Problematik im Taekwondo. Man hat halt die großen Turniere für die Sportler, für die eigenen Leute. Aber man will ja eigentlich nach außen wirken, man möchte ja auch Nicht-Taekwondoler ansprechen. Und die werden wir natürlich mit so einem Turnier schwerlich erreichen.
Ich glaube auch, hier müssen wir auch unterscheiden. Haben wir die Massenturniere? Haben wir die großen Turniere, wo wir unsere 300, 400, 500 oder 1000 Teilnehmer haben? Oder haben wir unsere Events? Wir haben Turniere, Veranstaltungen und wir haben Events. Und die Events müssen wir mehr promoten. Wer es dieses Jahr und letztes Jahr zum Beispiel auch sehr gut gemacht ist, hat, war Team USA. Die haben ihre normalen Nationalmeisterschaften in der normalen Sporthalle mit vier, fünf Wettkampfflächen gehabt und nur die Finalisten bzw. ab Halbfinale haben sie alle Sportler eingeladen, eine Matte, drei Kameras, Kommentator, Moderator und haben dann jeden Tag 4 Stunden ein Live-Event gestartet mit fünf, sechs Kämpfen oder acht Kämpfen, wo man einfach dann zum Finale her den US Open oder den US Meister ausgekämpft hat als Event. Die Vorkämpfe waren davor alle schon die Tage, die Wochen davor und dann 2, 3 Wochen später hat dieses große Event stattgefunden. Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Abend 4 Stunden, ein paar Kämpfe, eine Halle gut aufgebaut. In solche Richtungen muss man halt schauen. Wir müssen wirklich unterscheiden, die Turniere für die Masse, für die Sportler, für die Nachwuchssportler, wo die Leute hingehen können, wo sie ihre 10 oder 4, 5 Kämpfe haben und dann die Events, wo man promoten können, wo, ja, wo eine Show gestaltet wird. Ich glaube, liebe Freunde vom Taekwondo-Sport, wir haben heute eine ganze Menge an Ideen einfach mal aufgegriffen, in den Raum geworfen. Und ich denke mal, es wird der ein oder andere vielleicht auch draußen, auch wenn wir jetzt eine knappe Stunde gerade an Sendezeit verbracht haben, alle diejenigen, die jetzt immer noch dabei sind und immer noch ganz interessiert hier reinschauen und zuhören, das werden wahrscheinlich auch genau die Leute sein, die wir ansprechen wollen, um zu sagen, wenn ihr auch noch Ideen habt, warum dann nicht einfach auch mal mit dem einen oder anderen darüber sprechen? Vielleicht lässt sich ja da ein kleines bisschen doch mehr bewegen als das, was wir uns vielleicht bisher ausgemalt haben. Dieser Startschuss, den wir heute gegeben haben mit dieser Sendung hier, mag ein kleiner Schritt sein, aber viele kleine Schritte ergeben am Ende auch ein großes Ganzes. Und vielleicht haben wir auf diese Art und Weise die Gelegenheit und haben heute einen wirklich guten Startschuss gegeben, auch was das vorhin ja schon mal angesprochene Thema der Vermarktung angeht, dass wir da natürlich auch die ein oder anderen Firmen vielleicht noch ansprechen auf diese Art und Weise, die dann sagen, ja, das ist auch ein Thema für uns, was durchaus interessant ist, wäre ein schöner Nebeneffekt. Ich würde sagen, wir könnten so langsam aber sicher zur großen Verabschiedungsrunde kommen, außer ich sehe, bei dem einen oder anderen wird noch tief eingeatmet. Hat noch einer einen vor dem Schlusswort? Was ich natürlich jedem Einzelnen von euch gleich zukommen lassen möchte. Vielleicht noch eine Sache, die wir noch aufgreifen sollten. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Also 4, 5 Stunden. Also ich glaube, dafür brauchst du noch Tage. Ja, das Thema ist vielseitig und ich denke einfach, wir müssen machen. Wir müssen selbst organisiert Ideen rausbringen, Ideen anstoßen, anfangen, etwas auszuprobieren. Nur mit dem Ausprobieren können wir eigentlich weiterkommen. Ich denke, das ist, Benjamin, vielleicht auch dann direkt für dich jetzt der Aufhänger gewesen, zu sagen, okay, ein Schlusswort, das wir jetzt gerade von dir in dieser Form schon gehört haben, das dürfen wir, glaube ich, auch so stehen lassen. Sibylle, auch dir sage ich erstmal vielen herzlichen Dank. Vielleicht auch noch das ein oder andere, kleine Abschlusswort von dir. Ja, klar, also auf jeden Fall in die Richtung besser vermarkten, das ist sehr wichtig. Ich denke, es gibt halt nach wie vor auch ungelöste Fragen, also auch diese Schere halt zwischen der Veranstaltung für die Sportler und der Veranstaltung für das Publikum. Das ist einfach eine Problematik, die wir lösen müssen oder eigentlich eine offene Frage, die wir jetzt auch in einer Stunde sicher nicht beantworten können. Aber ja, sicherlich muss man die Publikumsveranstaltungen rauslösen aus den rein sportlichen Veranstaltungen Also und in es der sollte Richtung natürlich, halt weitermachen. natürlich. Ich meine, es sollte natürlich auch diese eine Stunde jetzt nicht unbedingt dafür genutzt werden, um jetzt zu Lösungen zu kommen, aber vielleicht mal Lösungsansätze zu präsentieren, wo sich der eine oder andere mal ein bisschen noch Gedanken darüber machen darf und sollte. Du hast gerade so schön das Thema die Schere angesprochen. Jetzt habe ich gerade ein Problem mit der Überleitung. Wenn ich jetzt die Schere nehme und gehe zu Assis über, dann braucht der wahrscheinlich jeden Tag eine Schere.
um seine Haarpracht so zu halten, wie sie ist. Wenn ich jetzt zu Levent übergehe, dann müsste die Schere erstmal angesetzt werden, glaube ich. Ich weiß noch nicht, bei wem ich von euch beiden jetzt anfangen soll. Ich nehme jetzt Levent einfach. Levent, vielleicht noch ein paar Schlussworte von dir. Ja, also als erstes, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, hier in der Runde zu diskutieren. Es sind natürlich viele Fragen, die noch offen sind, aber Taekwondo ist na natürlich immer noch eine Randsportart in Deutschland, aber ich bin sehr zuversichtlich und guter Dinge, dass sich das in Zukunft ändern wird. Vielen herzlichen Dank, Asis. Der Sibylle, da vorletzte, hast du. der Ja, das haben wir. Ja, du mit meinen Haaren. Ja, ich habe Probleme mit meinem Friseur, weil der Bart, die dürfen ja kein Bart rasieren. Das ist das Problem. Stimmt. Ja? Ja. Aber ist okay. Ich komme aber zurecht, wie du siehst, ist okay. Ja, es ist, wie gesagt, alle Anfang muss gemacht werden. Der eine macht das regional, dann ist das überregional und irgendwann mal ist das national. Ich hoffe, dass es diese Übergänge gibt. Und so wie das mit der heutigen Sitzung auch mit euch ist, das ist auch ein Anfang, den man so in der Runde macht. Und dann hat man auch verschiedene Bereiche angesprochen, wo man voneinander lernen kann. Und das ist, ich denke, für jeden auch eine Hilfe. Und vor allen Dingen noch, mir hat es auch selber Spaß gemacht, schön euch wieder zu sehen. Und wünsche euch alles Gute. Und bleibt das Wichtigste, bleibt alle gesund. Das ist das Wichtigste. Dann sage ich vielen herzlichen Dank an den Weltmeister als Sportler und Trainer, Aziz Ashraqi, an den mehrfachen Europa- und deutschen Meister, Levent Sundschardt, an Organisatorin und Chefredakteurin der größten Taekwondo-Zeitung in Deutschland, Sibylle Meyer, und an den Herrn der Technik, Benjamin Güntner. Vielen Dank, dass du uns das alles zur Verfügung gestellt hast. Ich hoffe, ihr, liebe Freunde vom Taekwondo-Sport, habt auch ein bisschen Spaß gehabt, habt die Ideen, die wir euch haben präsentieren lassen von unseren Gästen, aufgenommen und habt die ein oder anderen Optionen, das Ganze dann vielleicht auch mal in die weite Runde von euch hineinzutragen und natürlich auch Mitglieder zu werben, ganz klar. Wer weiß, wie wir da in Zukunft dann aufgestellt sein werden und sein können. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und wie es gerade schon gesagt wurde, bleibt gesund, alles Gute und bis bald.